I'm a savage. Herzlich willkommen zu Tinder Real Life Swiss Edition. Ich bin Fabienne, ich bin 30 Jahre alt und ich komme aus Rheinfelden. Aber normal gefällt mir am besten, wenn er Südländer ist, schön braune Haut hat und ein hübsches Gesicht. Auch wichtig ist mir der Charakter, weil schlussendlich kannst du noch so geil sein, wenn du einen scheiß Charakter hast. Was will ich mit dir? Sorry. Hi, ich bin der Sergio, bin 29, bin Dachdecker, Barkeeper und auch noch ein bisschen in der Schauspielerei tätig. Und wenn ich muss sagen, das Kleid ist nicht so optimal und wollte fragen, ob ich dir helfen darf, daraus rauszukommen. Willst du meinen Style gerade beleidigen? Nein, also ich finde es ich find's noch nicht optimal. Ausziehen willst du mich? Ja, also ich würde dir gerne helfen, aus dem Kleid raus. Ist ein bisschen frech. Okay. Ja, dann tut es mir leid. Hi, ich bin der Roman, bin 24, komme vom Thurgau. Wenn du Bock hast auf einen spontanen Trip, dann kommst du mit mir zelten. Warum zelteln? Weil das ist mal etwas anderes wie das 0815. Stimmt, aber ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Dann lernst du es gefallen. Zeig die Bizeps, Wie groß ist das Zelt? Das können wir zusammen bestimmen. Ich brauche eine Luftmatratze. Alles organisiert. Ich wollte eine Kuscheldecke. Habe ich mit dem Auto. Und du musst mich vor allen Insekten beschützen. Muss ich dir sprechen. Ja. Naja. Leider bist du trotzdem nicht mehr. Hi, ich bin der Giorgio. Ich bin 26. Ich bin von Ville St. Gallen. Und hast du mir schon dein Handy? Weil ich habe meiner Mutter versprochen, wenn ich meine Traumfrau finde, Leute hier an. Ich habe mein Handy leider nicht durch, ich habe keinen Hosensack, aber das ist sehr sympathisch. Du bist auch ein sehr hübscher. Kriegst du von mir auf jeden Fall. Ich bin Tevin. Hoi. Hoi. Wie heißt du? Fabian. Wie heißt du? Ist dein Buch ein Schulbus, weil ich will gerne Kinder drin machen. Immer die Salami-Angebote auf Tinder. Schrecklich! Ja, was willst du machen? Ich bin der Janis, bin 24, komme aus Zürich, arbeite im OP-Bereich, nebenbei auch noch Partyveranstalter. Leider habe ich die Sonne verpasst, aber ich meine, du siehst so gut aus. Strahlung ist wieder da, für das habe ich auch Sonnenbrille montiert. Danke vielmals, du bist sehr sympathisch, aber leider nicht mein Typ. Was? Hi, ich bin Paul, ich bin 30 Jahre alt, bin beruflich Model, nebenberuflich Coiffeur. Ich glaube, ich könnte dich überall mitnehmen. Außer im Kino, weil man kann dort nicht eigene Snacks mitnehmen. Das heisst, willst du mich gerne anknabbern? Gerne, ja. Yes. Hallo, wir sind hier bei Tinder Real Life Swiss Edition. Ich bin Mina, komme von Zürich. Und am meisten gefällt mir bei Männern, wenn sie gross sind, humorvoll. Ja. Hi, ich bin der Sergio, bin 29 und mir gefallen mega deine roten Haare. Es sieht mega schön aus. Auch deine blauen Fingernägel, also ich weiß nicht. Gefällt schon mega. Also, wenn du das zu jeder Frau sagst. Sag ich ja nicht zu jeder Frau. Ja, wahrscheinlich ein bisschen anders im Inhalt, aber immer etwas Gleiches. Ja, okay. In einem Bewerbungsgespräch definitiv nicht. Ja, okay. Definitiv nicht. Oh, ich bin der Ramon, bin 24 und vom Thurgau. Wie heißt du? Ich heiße Jasmina, aber das ist mir definitiv ja, auch. Ja, kannst du auf der Ruhe. Hi, Jasmina, ich bin der Giorgio, ich bin 26 und ich habe gehört, Küsse verlängern Lebenszeit. Wenn wir für ewig leben? Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir das. Begrüßt. Ja, auf jeden Fall. Ich rede gerade mit der schönsten Frau, die ich je gesehen habe. So, ich muss abhängen. Entschuldigung, du bist wunderschön. Nein, einfach nein. Sympathisch, aber zu dem kannst du wirklich nichts sagen. Nächstes Mal ein bisschen einfallsreicher. Also gibt es ein nächstes Mal? Definitiv nicht. Salut, ich bin Janis, ich bin 24, ich komme aus Zürich. Ich arbeite im OP-Bereich. Leider habe ich heute die Sonne verpasst. Aber ich habe dich gesehen. Die neue Strahlung ist einfach nur unfassbar. Warte.
Du bist mir so fest am Blenden. Jetzt kann ich wieder reden. So, auf jeden Fall. Ich habe vorhin gehört, dass dein Name ist Jasmina. Mir geht es so schlecht. Ich glaube, ich brauche einen Jasmin-Tee. Hey, ist Papus. Jasmin-Tee hilft, glaube ich, nicht so gut wie du. Ja, Philipp, es war zwar definitiv zu kitschig, aber deine Stimme, dein Aussehen, wow. Hallo Jasmina, ich bin der Paolo, bin 30 Jahre alt, bin hauptberuflich Model, nebenberuflich Friseur. Und ich wollte fragen, ob du Zucker heute Morgen gefrühstückt hast, weil du bist nicht nur süß, sondern auch wunderschön. Er ist zwar auch mega kitschig, aber ich bin gespannt auf mich und definitiv ein Ja. Hi, ich bin da bei Tinder in Real Life, the Swiss Edition. Ich bin Belida, ich bin Forever 21. Und ich bin eh nicht so wählerisch. Ich bin leicht zum Haar, mein Gesicht habe ich eh schon lange verloren. Wieso noch auf meinen Ruf schauen? Mein Motto ist, ich bin nicht so eine, doch genau so eine bin ich. Jetzt will ich Action sehen. Hi, Belida. Ich bin der Sergio. Du kennst mich ja noch nicht, aber ich dich schon. Ich bin 29, Dachdecker. Und wie man von den Dachdecker sagt, überall, wo es rinnt, wird abdichtet oder zugestopft. Wow. Klingt vielversprechend. Sergio, Niggi. Ich rinne auch. Hi, Belida. Ich bin Ramon. Ich bin 24 und will durchgehen. Ich habe es jetzt probiert mit den Barnano-Sprüchen, aber leider hat es nicht so geklappt. Würdest du bei mir eins getrinken gehen, ein bisschen essen gehen? Du bist so herzig, liebend gern. Hi, Belida, ich bin Giorgio, ich bin 26. Du bist schon mehr bekannt von. Du schaust viel Pornos. Ja, vielleicht von den Pornos. Ja, ah, deine Freundin? Hell yeah, marry me. Ich bin Tevin, ja. Hi. Ja oder nein? Wow, gerade so, okay. Let's go! So, ich bin Janis, ich bin 24, ich komme aus Zürich, arbeite im medizinischen Bereich. Wow. Dreh dich mal. Dein Outfit und Flick, wirklich. Nice. Die Frage ist, Gott hat dir alles gegeben, außer meine Nummer. Und dein Dick, was? Weil das Handy wird schicken. Bei dir? Wieso hast du zwei Playboy? Nein. Egal, Playgirl, Playboy. Aber was ich noch sagen wollte, ich wollte noch etwas sagen. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit. Ich habe ein Auto gehört. Yes, richtig. Yeah. Da komme ich doch gern. Bye! Okay, zum Glück habe ich ja gesagt. Was? Ich habe so einen engen Chip. Gut, weil ich nicht weiß. Nein, ich habe das Produkt verloren, aber ich kann schon fahren. Ach so, okay. Bye! Warte, ich habe etwas vergessen. Uno, dos, tres, cuatro. Was denkst du? Schon drauf, okay. Schon ehren das. Hey, Mama! Oh, das machst du! Hey, mein Kopf! Gewöhn dich jetzt schon als Petra. Nein. Gute Entscheidung, wirklich. Next one, I'm ready! Hallo, ich bin der Paolo, ich bin 30 Jahre alt. Ich arbeite als Model, nebenberuflich Coiffeur. Und ich weiß, ob es an dir liegt oder ich weiß es nicht, aber du siehst viel zu heiß. Ich glaube, das ist nicht mal der Klimawandel, das bist du. Dankeschön! Und mir ist gerade so warm, dass mir gerade die Luft fehlt. Würdest du mir einen Kuss geben, Mund zu Mund beatmen? Hell yeah!